liebe Leute, und willkommen zurück zu einem Video von uns, GMN auf Deutsch. Ja, so machen wir das. Wir sprechen heute über Stürze zum zweiten Mal tatsächlich schon. Welche Arten gibt es? Wie kann es dazu kommen? Wir haben ein paar nette Anekdoten dabei, vielleicht auch ein paar unschöne. Los geht's mit dem ersten. Ja, da fragt man sich, woran es hier liegen hat. Woran hat es hier liegen? Ich würde es mal als Schwächeanfall bei der Landung nennen. Also irgendwie reicht die Kraft einfach nicht, um das Rad stabil unter sich zu halten. Ist aber auch oftmals so eine Dead-Sailor-Geschichte, dass man da so schräg auf dem Bike ohnehin schon ist, in so einer unvorteilhaften. Also, vielleicht schon ohnmächtig, weil man denkt, es klappt geht eh nicht gut aus. Auf jeden Fall unangenehm. Ja. Ja, das muss nicht unbedingt an Inkompetenz liegen. So Over-Rotation oder Under-Rotation. Also, überrotiert, unterrotiert bei Tricks. Ich kenne es von mir als Überrotieren tatsächlich, wenn man so richtig aufgeregt ist, denkt, okay, Backflip jetzt an dem Sprung, alles geben, Kopf macht schon fast zu und dann machst du halt einen halb auszusehen statt einen. Besteht die Option, dass man einen Double macht, einfach so zufallmäßig? Nee, zufällig nicht. Ich glaube, das ist ungesund. Ja, und Unterrotation meistens, wenn man einfach zu langsam ist. Ja. Ja, das kennt man ja aus dem American Football auch. Einfach mal so schön in so eine Wand, so BAM! Richtig so in den Baum reinmoschen. Moschen ist auch wirklich der richtige Begriff in dem Zusammenhang. Zack! Nur man macht es halt nicht absichtlich beim Radfahren, oder? Ja, ich kenne da so ein, zwei Leute. Oh, mit deiner nassen Wurzeln. Die Wurzeln. Ah, da sind sie wieder. Ist auch gefährlich. Da muss ich achtgeben. Nass sind sie und rutschig auch und gefährlich auch deswegen. Das muss jetzt sein. Das muss jetzt sein. Da gibt es einen Kanal, gell? Ein Kanal. GMBN. Auf Deutsch. Und die haben super Videos, wo man es lernt, auch ohne Gefahr über nasse Wurzeln zu fahren. Da passiert noch nichts mehr. Ein Abonnement ist kostenlos und ist super. Das ist super. Da lassen. Bitte. Ein sogenanntes Skinny-Handicaps. Mit einer dünnen Donnerbalken, sag ich da. Weißt du, in der North Shore in Vancouver haben die damit angefangen. Fährst drüber, weil da ist sumpfig gewesen. Dann sind sie drüber gefahren, damit sie nicht nass wären. Und manchmal haut es noch halt einen nach, gell? Da fällt es nicht runter. Ja. Das ist blöd. Das ist nicht gut. Ja, aufpassen. Was soll man sagen? Auch eine Angst, die einen immer begleitet, bezeichnen wir es als Rage Quit aus dem Gaming. Also einfach mal Fahrrad sagt, ich lock mich aus, ich habe keinen Bock mehr. Ja. Habe ich auch schon schmerzhaft erlebt, ehrlich gesagt. Ja? Dass mir beim Case die Gabel gebrochen ist. Guck mal, ich habe hier so ein Modell. Ja. Malik, das ist Malik passiert. Zack. Ja, und dann auch vielleicht noch ein Begriff, der hier reinpasst, kam ein Full Scorpion. Also ich habe quasi meine Hacken bis zum Kopf habe ich da durchgebogen. unangenehm. Aber, ja, muss man achtgeben, ne? Es geht schnell was kaputt. Also so ein paar. Komm, weiter. Ich würde mal sagen, haben wir alle schon mal erlebt. Der klassische OTB über den Lenker. An der falschen Stelle die Vorderradbremse zu hart gezogen und. Ja. Neue Bremsen vielleicht, irgendwie sowas. Man ist noch nicht gewöhnt an Scheibenbremsen zum Beispiel zum ersten Mal. Ja. Was soll man sagen? Passiert. Habe ich auch zu oft gemacht. Ich bin froh, dass ich hoffentlich noch gesund bin. aber ja, wenn halt was bei der Landung schief läuft, irgendwie die Füße nicht richtig auf den Pedalen sind, dann ist halt das Nächste, was kommt, das Hinterrad, das sich ja schnell nach vorne rotiert dreht, und richtig. Dann gewisse Körperteile. So schnell ist es passiert. Ja, so schnell ist es passiert und dann plopp. Schmerzer. Ja, schön, kleiner Fahrfehler gemacht, bisschen die Balance verloren und dann sitzt man ja hoch oben, ne? Und hoher Schwerpunkt, schwierig und dann zack geht's zur Seite. Zum Glück nicht zu schmerzhaft und wenn man es cool macht, kann man auch sagen, war Absicht. War extra, ich wollte eine Pause machen. Oder, so. Ja.
Natürlich. Das war schon der zweite Teil jetzt von irgendwelchen Crashes. Wird es noch einen dritten Teil geben? Es gibt unendliche Wege zu crashen eigentlich. Ja, kommt auf euch an. Auch da in die Kommentare wieder reingehen. Schön reinschreiben, was habt ihr schon erlebt? Was habt ihr erlebt? Was ist aber nicht auf der Liste? Das sind vor allem die spannenden Crashes. Ja, genau. Dann ansonsten natürlich den Daumen hoch nicht vergessen. Trotzdem, dass es ja ein paar fiese Clips waren. Aber richtig. Vielleicht auch gerade deswegen. Ja. Und viel Spaß bei der Regeneration an alle Leute, die in dem Video hier aufgetaucht sind. Vielen Dank für die ganzen Clips. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.